schön, dass du auf meinem Kanal gefunden hast und schön, dass du wieder dabei bist. In meinem Crime Time Kanal geht es um Narzissten und Stalker, die sogar zu Mörder wurden, mitten in Deutschland. Heute habe ich für euch den Fall von dem Ex-Bürgermeister Heinrich Scholl aus Ludwigsfelden mitgebracht. Und hat er den Mord an seiner Frau... Vorher in einem Buch angekündigt? Ludwigsfelden bei Berlin, der 29. Dezember 2011. Die Frau des Ex-Bürgermeisters Brigitte Scholl, 67 Jahre alt, ist verschwunden. Sie kam von einem Spaziergang mit ihrem geliebten Hund Ursus nicht zurück. Ihr Mann Heinrich Scholl, 68 Jahre alt, ist der Ex-Bürgermeister von Ludwigsfelden, eine Stadt mit ca. 24.000 Einwohnern am Südrand von Berlin. Und zwar von 1990 bis 2008, also fast 18 Jahre, war er dort Bürgermeister. Er war einer der wichtigsten Lokalpolitiker der SPD. Fotos zeigen ihn unter anderem auch mit Gerhard Schröder. Er lockte damals Daimler mit niedrigen Gewerbesteuern. Er baute ein neues Rathaus, ein Einkaufszentrum und die größte FKK-Therme Europas. Mit einem Investor, der wegen Betrugs verurteilt war. Auf Skepsis stieß auch eine Sporttribüne im Waldstadion, die scholl für 2,4 Millionen Euro. Bauen ließ, von einem Bauunternehmer, mit dem er befreundet war. In SPD-Kreisen geht das Gerücht um, die Bewertungsrechnungen seien so hoch gewesen, weil die Teilnehmer nach der vertikalen dann auch noch in die horizontale gehen durften. Wenn ihr wisst, was ich damit meine. Die Staatsanwaltschaft Neuruppin ermittelte gegen Scholl auch wegen des Vorwurfs der Korruption. Nun ist seine Frau verschwunden. Wollte Brigitte Scholl bei den Korruptionsermittlern aussagen? Nun, an diesem 29. Dezember, nachdem seine Frau nicht von dem Spaziergang nach Hause gekommen ist, fährt er mit seinem Sohn und einem Freund der Familie in den Wald, wo seine Frau immer unterwegs war mit dem Hund, der Sohn sagte später, sie suchten die nähere Umgebung ab und er wollte die Suche nach ca. 40 Minuten abbrechen. Jedoch zog sein Vater ihn dann in eine bestimmte Richtung, um dort auch noch zu suchen. Und tatsächlich, da standen zwei schwarze Slipperschuhe, schilderte der Sohn später vor dem Gericht. Dann habe ich zwei kleine Füße gesehen. Die Leiche seiner Mutter. Neben seiner toten Mutter lag der Kadaver ihres Kockerspaniels, Ursus. Er sagte: Zitat, mein Vater ist kreidebleich geworden. Sonst wirkte er aber recht emotionslos. Nun, die Polizei sicherte den Tatort, nimmt die Ermittlungen auf. Die Leiche musste per DNA-Analyse identifiziert werden. So übel war sie zugerichtet. Noch vor wenigen Tagen feierte das Ehepaar ihren 47. Hochzeitstag. Brigitte bekam von ihrem Mann dazu einen großen Blumenstrauß geschenkt. Jedoch, je länger die Polizei ermittelt, bekommt sie ein anderes Bild als das einer glücklichen Ehe. Die Ehe sei schon seit vielen Jahren stark belastet gewesen. Und es gab die Gerüchte, dass Heinrich Scholl viele außereheliche Beziehungen hatte. Er soll bereits 2005 eine Affäre mit einer Mitarbeiterin der Stadtverwaltung gehabt haben. Und er besuchte heimlich gerne Single, Clubs und Bordelle. Ob seine Frau darüber Bescheid wusste? Denn die soll wiederum sehr dominant gewesen sein. Sie betrieb ein Kosmetikstudio im Erdgeschoss ihres Hauses. Jedoch soll der so nach außen hin erfolgreiche Bürgermeister sich zu Hause bei seiner Frau seit langem gedemütigt gefühlt haben. Sie liebte vor allem eines, ihren Hund, den Cocker Spaniel Ursus. Und der liebte sein Herrchen nicht. Er war total fixiert auf sein Frauchen Brigitte. Der soll sogar den Hausherrn Heinrich gebissen haben, wenn der seiner Frau, seinem frauschen zu nahe kam. Er war angriffslustig gegenüber Heinrich, wie ein Kampfhund kocker Spaniel. Deswegen hieß er wohl auch Ursus. Und Heinrich, der liebte übrigens Katzen, keine Hunde. Seine Frau soll ihn sogar so weit gedemütigt haben, dass er im Keller und im Flur des gemeinsamen Hauses schlafen musste. Krass. So, ihr Lieben, für mich stellt sich sofort die Frage, was war zuerst der Knackpunkt dieser Ehe? Wusste seine Frau, dass er ständig fremd geht und sogar Bordelle besucht? Denn klar, dann wird sie jede Achtung vor ihm verloren haben, und ihn aus dem gemeinsamen Ehebett zum Schlafen in den Keller verbannt haben? Oder hat sie ihn so gedemütigt in ihrer Dominanz, dass der nichts zu melden hatte, weniger als ihr Hund? Denn den liebte sie über alles. Und er sich dann anderswartig Liebe und Sex gesucht hat? Nachdem er aus dem Amt des Bürgermeisters 2008 ausschied, Eröffnete er in Berlin eine Beraterfirma. Deshalb mietete er sich dort auch in eine eigene Wohnung ein. Denn er konnte ja nicht täglich hin und her pendeln. Jedoch hatte er dort in Berlin eine neue Freundin, und zwar eine thailändische Prostituierte. Mit der lebte er anscheinend zusammen in dieser Wohnung. Trotzdem fuhr er jedes Wochenende nach Hause zu seiner Frau. Brigitte. Und dieser Geliebten zahlte er alle Schulden. Sie legte Wert auf teure Geschenke und ein extravagantes Luxusleben, das ihr Heinrich bieten musste. Dann, als er sich weigerte, weiterhin deren Rechnungen und hohe Geldforderungen zu zahlen, zog er im Dezember 2011, kurz bevor Brigitte ermordet im Wald gefunden wird, wieder zurück nach Hause. Ob er deswegen wieder zurück nach Hause gezogen ist? Hatte er bereits den Mord geplant, um seine Frau loszuwerden? Es gab die Gerüchte, dass Heinrich Scholl pleite gewesen sein soll. Also seine Geliebte hat ihn wohl ausgenommen. Und als nichts mehr da war zum Melken, hat sie ihn vor die Tür gesetzt. Jedoch hatte er weiterhin mit der telefonischen Kontakt. Nun, die Tage nach dem Tod seiner Mutter, so sagte ihr Sohn, waren geprägt von der Sprachlosigkeit seines Vaters. Und jetzt, direkt nach der Beerdigung, bei der Freunde Bekannte, und hunderte Bürger von Ludwigsfelde kondolierten und Trost spendeten, sei der Vater aber in hektische Aktivitäten verfallen, hat ihren Schmuck, ihre Pelze und sogar die Möbel aufteilen bzw. verkaufen wollen. Die Polizei hatte mittlerweile die Todesumstände von Brigitte Scholl ermittelt und festgestellt, der Täter schlug ihr mit der Faust ins Gesicht und erdrosselte die auf dem Boden liegende Frau mit einem Schnürsenkel. Dann zieht er ihr noch eine Tüte über den Kopf, um auch sicher zu sein, dass sie nicht überleben wird. Er hat sie dann teilweise entkleidet, um wohl eine Vergewaltigung vorzutäuschen, denn es konnte keine Vergewaltigung festgestellt werden. Also war es nur vorgetäuscht. Dann tötete er auch noch den Familienhund Ursus. Der Ehemann Heinrich gab an, dass er zu dem Todeszeitpunkt in der Therme in Ludwigsfelde war. Seine Frau wäre alleine zu dem Spaziergang mit Ursus aufgebrochen. Doch die Ermittler fanden DNA-Spuren von Heinrichs auf dem Schnürsenkel, mit dem Brigitte erdrosselt wurde. Und sie konnten sein Handy zum Tatzeitpunkt am Tatort orten. Auch war Heinrich Scholl unter die Dichter gegangen. Die Ermittler fanden heraus, dass er unter dem Pseudonym Henry Sanders ein Buch geschrieben hat, das heißt Wachgeküsst und eine erotische Erzählung. Ermittler fanden es bei der Hausdurchsuchung. Besonders eine Passage aus dem Buch darin war höchst interessant. Da reden zwei Männer bei einer Flasche Rotwein über Eheprobleme, über die alltäglichen Lieblosigkeiten, die in jedem Jahr schlimmer zu nehmen und über die Frage, war das schon alles? Schon mal an Scheidung gedacht? Einer der beiden antwortete: An Scheidung nie, an Mord hingegen schon. Vier Wochen nach dem Leichenwund kommt nun Heinrich Scholl in U-Haft. Die Staatsanwaltschaft Potsdam erhebt Anklage und wirft ihm Mord aus Heimtücke vor. Der langjährige Bürgermeister der Stadt Ludwigsfelde bestreitet die Tat. Heinrich annoncierte aus der U-Haft heraus im Wochenblatt der Stadt, liebe Ludwigsfelder, und fragt, wer ihn zum Zeitpunkt des Mordes in der Therme gesehen habe. Und, Zitat, Bekleidet war ich mit Wetterjacke und einer blauen Jeans. Nicht nur bei der Staatsanwaltschaft schüttelte man den Kopf darüber. So etwas sei noch nie vorgekommen. Übrigens meldete sich niemand auf seine Annonce. Auch ich konnte mir hier das Lachen nicht verkneifen. Er fragt, wer ihn in der Therme gesehen hat und beschreibt seine Klamotten. Aber in einer Therme, also ein Schwimmbad, trägt man doch nur eine Badehose. Und in dem Fall hier ist es eine FKK-Therme. Also dann noch nicht mal eine Badehose, ne? Der Prozess im Oktober 2012. 29 Verhandlungstage werden angesetzt, mehr als 70 Zeugen geladen. Der Angeklagte konnte während des sechsmonatigen Indizienprozesses trotz aller Anstrengungen kein Alibi nachweisen und am Tatort wurden DNA-Spuren von Heinrich Holl gefunden. Die über 70 Zeugen machten zum Teil stark widersprüchliche Aussagen. Für einen Spra Freispruch, wie ihn die Verteidigung gefordert hatte, oder eine Verurteilung wegen Totschlags im Affekt, wie es die Nebenklage, also auch sein 48-jähriger Sohn, bevorzugt hätte, blieb für die Richter trotz allem keine Raum. Das Urteil 2013, lebenslang am ende gab es für das gericht keinen zweifel, der einst hoch angesehene ex bürgermeister von ludwigsfelde bei berlin muss für den mord an seiner frau lebenslang ins gefängnis. er habe sein zerrüttetes eheleben beenden wollen, urteilten die potsdamer richter. so ihr lieben, das war wieder ein dramatischer fall. also! Es ist zwar nebensächlich, ich weiß, aber trotzdem ging mir von Anfang an nur eins durch den Kopf. Warum hat er den Hund getötet? Auch das war für mich noch eine überzeugende Tatsache, dass er der Mörder seiner eigenen Frau ist. Denn normalerweise interessiert doch der Hund gar nicht. Den lässt man einfach laufen und fertig. Jedoch hier haben wir ja erfahren, dass Ursus wie ein Kampfhund war. Und wenn Heinrich seinem Frauchen zu nahe kam, ihn sogar gebissen hat, deshalb glaube ich, dass er zuerst den Hund getötet hat, um an sein Frauchen überhaupt dranzukommen. Ich vermute, also natürlich alles nur Spekulation, er schlug Brigitte mit der Faust nieder. Die war wahrscheinlich bewusstlos. Dann erdrosselte er den Hund, um ihn auszuschalten. Dann erdrosselte er seine Frau, und zog ihr noch die Plastiktüte über den Kopf. Um falsche Fährten zu legen, zog er sie teilweise aus, um es als zufällige Vergewaltigung darzustellen. Er bestreitet übrigens bis heute die Tat. Oder was meint ihr dazu? Schreibt es mir doch mal in die Kommentare, interessiert mich immer eure Meinung und was euch so durch den Kopf geht. Und wenn ihr den Fall interessant fandet, klickt doch bitte das Abo und die Glocke an, um jeden neuen Fall angezeigt zu bekommen. Und ein Like wäre auch super. Ihr wisst, da freue ich mich. Natürlich völlig kostenfrei. Also dann, bye bye und ciao bis zum nächsten Mal.